Sommer, Sandstrand, Badespaß und Peach hat nicht die richtigen Klamotten dabei, kein Bikini, gar nichts. Gucken wir doch mal in Toads Laden, ob es irgendwas gibt, damit auch Peach in den Genuss des kühlen Nasses kommen kann. Der hat Regenschirme dabei, ne? Ist in Ordnung. Aber ansonsten nur was zum Erfrischen, die Mutlimo kaufe ich mir. Dieser Trank wurde von Händlern gebraut. Misch ein paar Fieslinge mit mir auf und es gibt Bargeld. Ich habe das so verstanden, man bekommt eben mehr Münzen, auch wenn man Gegner besiegt. Das sollte perspektivisch eine gute Entscheidung sein, deswegen nehme ich die Mutlimo. Hoffentlich keine schlechte Entscheidung. Mutlimo ist eine gute Wahl. Ja. Dann hier die 1000 Münzen, ne? Hoffentlich ist die Investition geglückt. Dann kommen wir aber auch bald wieder, Toddy Boy, ne? Macht mir keine Sorgen. Jetzt Level 5-2 im Welleneiland. Richtig, so sieht's aus. Und der erste Strand, der war schon ein bisschen, ne? Also du erwartest hier so ein Pillepalle-Level? Nee, der hat ein bisschen genervt, so 5-1. Jetzt geht's, ne? Also jetzt mal ernsthaft, Peach hat hier einfach die falschen Klamotten an. Die rennt hier überall mit ihrem Kleid rum. Das ist doch nix. PG, hast du gar kein... Guck mal, da oben ist noch was. Ich habe mir vorhin schon gedacht, hätte ich da hochgekonnt? Ich könnte auch hier hoch in der Theorie. Sekunde, ein bisschen absorbieren, ne? Zack, zack. Hier doch nichts darüber, die Leisten aufzufüllen. Ah, Sekunde. Und jetzt. Und es gibt auch immer Münzen. Aber die muss man auch erst einsammeln. Sehe ich das richtig? Okay. Hier irgendwas drin? Muss es schön mittig probieren. Und ihr respawnt alle. Da kann man ja ohne Ende... Hä? Kann man sich hier nicht einfach Münzen farmen dann? Weil so viel gibt es auch wieder nicht. So, ich bin mir jetzt sicher, ich probiere die Mitte nochmal. Haben wir schon mitbekommen, in Super Princess Peach die Röhren, manchmal sind sie punktgenau. Da wollen sie es wissen. Aber oben scheint nicht mehr zu sein. Oh, die Wolke sieht glücklich aus, oder? Höchst zufrieden. Ich hoffe, da unten ist einfach nur Abgrund. Scheint so. Treibsand. Auch Treibsand könnte man überprüfen. Oh, ich habe den Hammerpuder aufgeweckt. Wir haben schon gelernt, wie das ist. Das sah so aus wie eine Lucky Two-Wolke. Dass man an schlafenden Gegnern vorbei sneaken kann. Und hier ganz klassisch. Auch hier ist wieder oben was los. Na, dann gehe ich mal nachgucken. Ne? Ist doch kein Ding. Dann geht es noch weiter hoch hinaus. Was zu bedeuten hat. Wow, bei derartigen Wassermassen gibt es kein Vorankommen. Vielleicht versuchst du es mit dem Zyklon? Okay, ich muss in der Mitte bleiben, ihn quasi so ersticken. Also auf jeden Fall ein Toad, wäre das ein bisschen verunsichert gerade. Aber gut, merken wir uns, das geht mit dem Zyklonwind. Ich meine, Peach hat ja nicht so viele Fähigkeiten, ne? 3 an der Zahl. Weinen. Sauer werden. Was gibt's denn hier schon wieder? Schirm. Steuern mit links, rechts. Schweben A. Praktisch unter Wasser. Puste ins Mikro, um mit Luftbläschen zu schießen. Hilfe. Gibt es jetzt ein Unterwasserlevel? Nee. Oh, vielleicht hätte ich hochgekonnt. Okay. Mikrofon, oh mein Gott. Da habe ich auch eine Taste. Aber irgendwie geht die nicht. Mit Luftbläschen schießen. Ich muss mal gucken, Leute. Tut mir leid. Ah, jetzt. Hab's. Im ersten Part ging es ja auch noch. Ja, wenn ich mittendrin, Freunde... Wenn ich Pokémon Weiß 2 spiele, dann muss ich irgendwie alles umstellen an der Steuerung. Ob ich das resettet habe, ist die andere Frage, aber ja. Und das ist Praktische. Auf dem originalen DS müsste man hier immer ins Mikrofon brüllen. Und ich habe das hier auf Tastendruck. Ja, das Mikrofon des DS, sind wir ehrlich, ne? So richtig zu gebrauchen war es nicht. Ich habe es auch gehört bei Nintendox oder so, wie sich die eigene Stimme anhört. Aber es ging ja mehr um
Lautstärke-Erkennung oder eben nicht, ne? Gut, jetzt haben wir das. U-Boot, ne? Hauptsache nicht zu tief, Peach. Will ja nichts sagen. Aber hast du mit dem Freunde, ich habe ein U-Boot mit dem Controller gesteuert. Das haben Menschen schon vor mir getan und mit ihrem Leben bezahlt. Na gut. Anderes Thema. Oh, Baby. Kann ich Damage boosten, über den drüber springen? Dann warte ich hier. Auch die Sprites von den Kettenhunden. Sehr sympathisch. Hier war nichts, oder? Dafür ist hier etwas. Ja, vermutlich einfach wieder unter der Brücke. Hm? Ja. Das ist ja relativ simpel. Ich meine, was sollen die sich da sonst noch einfallen lassen? Aber bisher haben die Brücken fast nur dafür gesorgt, man muss die Wut einsetzen, um einen Toad zu retten. Aber hier gibt's auch was. Was, wenn man das Secret vorhin nicht gefunden hätte? Gäbe es dann hier eine Erklärung? Muss ja. Eigentlich muss er dann, naja. So. Oh, das muss ja auch Gründe haben. Einfach nur, dass man zurück kann? Weh, hier ist nix. Hier ist nix. Ja, Freunde, Gewissheit. Aber jetzt habe ich gesehen, cool, man kann diese Feuerwelle auch ein bisschen wegstoßen, wegwehen. Du bist eigentlich so schnell gerespawnt. Das ist die andere Frage, die man sich stellen muss, aber egal. Schon, passt schon, passt schon. Auch hier was versteckt. Ja, Treibsand nach unten, ne? Welchen ist die Frage, ne? Der mittlere geht auf jeden Fall, das will das Spiel mir sagen. Aber so muss ich ja fast schon jeden ausprobieren. Scheint auf jeden Fall schon mal nicht der Tod zu sein, der uns hier erwartet. Sondern ein Puzzleteil. Schade, ich wollte einen Gag bringen, so ist es kein Tod, sondern ein Toad. Aber jetzt ist es doch ein Puzzleteil geworden. Verdammt, doch mein Wortspiel ja gar keinen Sinn. Ja, in der Mitte geht's safe weiter. So safe sogar, dass ich sagen müsste, rechts gucken. Oh, da ist doch ein Toad. Hier sind zwei Sachen versteckt. Auf dieselbe Art und Weise. Und das Witzige ist, du musst auf dieselbe Art und Weise einfach weiterkommen. Wie finden wir das? Ein bisschen basic, ne? Ja, aber dann haben wir sowas von alles in 5-2 geschafft und gefunden und gemacht, getan. Da kann man sich nicht beschweren, da will man sich nicht beklagen, ne? Wollen, ne? Ich krieg Münzen, ich krieg Münzen. Das ist, das wird sich rentieren, Leute. Eigentlich hätte man sich die auch schon vor dem letzten Herz-Update sparen sollen, diese Fähigkeit. Da hätte man ja am Ende des Tages davon. Bei den Wolken frage ich jetzt auch nicht weiter nach. Ich fühle mich so richtig weggeboxt. So richtig, geh weg, Mann. Ne? Da nerv mich nicht. Und das ist das Ziel. Von 5-2. Ja, munter weiter. 5-3. Let's go! Mach den Wasserfall aus, oder? Ne? Wenn ich den Unterschied nicht erkennen kann, ist natürlich immer ein bisschen schade. Was macht den aus? Ich geh mal gucken, ne? Was hier unten los ist. Menge Coins. Peach kann nicht tauchen, außer mit dem U-Boot, ne? Das ist auch so eine Sache. Bin ich eigentlich ganz froh drum, wer braucht schon Unterwasserlevel? Wartet, ich will ein bisschen. Jo! Ne? Dann nicht. Ja, was ist da unten? Ich hoffe mal nix, ne? Warum ist das so komisch designt? Also wirklich nix.
So, ich verbrate jetzt meine ganze Leiste, um zu gucken, was hier ist. Ich hab's fast geahnt. Aber warum ist es dann so? Hä? Muss doch irgendeinen Grund geben, denke ich mir. Bei solchen Blöcken bin ich auch vorsichtig, ob wir die irgendwie noch gebrauchen können. Hä? Dass du da nicht drüber kannst. Doch. Da gibt's eigentlich gar keine Ausreden. Sollte man immer aktivieren, ne? Meine Freunde, die Pfeile. Dann weiß ich aber auch schon, was ich vorhab. Wartet, ich muss mal hoch. Ich nehme den. Baby. Antizipation. Und ich kann es nicht mehr aussprechen. Antizipation. So klingt das Wort richtig falsch. Ich meine vom Antizipieren. Dann sage ich es nicht. Ich sag's nicht in einem Nomen. Ich sag einfach, ich habe antizipiert. Es ist wenigstens sprachlich korrekt und hört sich nicht so falsch an. Antizipation. Antizipieren. Antizipation. Ja, müsste richtig sein. Das klingt so falsch. Aber eigentlich war es nur reagieren, wenn man ehrlich ist. Ja, wo bin ich jetzt hingekommen, Mann? Ich finde ja nicht mehr. Ich weiß nicht, wo hinten und vorne ist. Der ist böse. Da hab ich mich verlaufen. Ja, noch ein Lucky Two. Sag mal, was ist denn jetzt los? Noch nicht so viel. Hat die gesagt, ob hier was ist? Im Gebiet. Ich weiß nicht. Also irgendeinen Weg zurückgeben. Auch Leute, es geht immer weiter, es geht immer weiter. Das ist halt so, wenn... Also mich stört das jetzt nur, dass ich die anderen Wege jetzt nicht weiß, wo die hinführen und so. Ich habe das Gefühl, ich gehe das Level zurück. Hier ist auf jeden Fall was. Das haben wir auch schon mal gesehen. Da mit dem Ball, der aus der Röhre kam. Muss ich oben gucken, ne? Wenn ich jetzt schon... Ist einfach abgehauen. Ja, dann war kein Bock auf mich. So, ist das hier der Startpunkt oder was? Ist schon mal was wert. Aber wir wollen doch da auch hin. Hier kann ich runter. Okay, eher schon gut. Das passt. Das hat ein bisschen was von dem Yoshi-Ei. Vielleicht, ich habe so eine krasse Theorie, wenn ich sowas sehe. Ich habe immer komische, krasse Theorien. Weil ich gucke mal, ich gehe mal rein, raus und gucke, ob es hier noch mehr gibt. Vor allem, wofür waren das jetzt? Wie wäre die Vorstellung, Leute, dass die Entwickler hiervon, ne? Ist nichts weiter. Dass die Entwickler von diesem Spiel ursprünglich ein neues Yoshi's Island machen sollten. Ihr müsst euch so vorstellen, früher gab es ja nur ein Yoshi's Island, das fürs SNES. Ja, und halt als Remake auf dem GBA. Was, wenn der Auftrag mal lautete, mach ein neues Yoshi's Island Spiel? Und da haben sie ein komplett neues Spiel gemacht. Und das war dann Super Princess Peach. Halt mit Yoshi und so. Und durch die Level ein bisschen... Ah, jetzt sind wir hier. Okay, macht schon Sinn. Trotzdem, alleine da wollte ich nochmal gucken. Na, also wenn sich's komplett viel zu sehr von der klassischen Yoshi-Formel entfernt hätte... Ah, hat sich gelohnt, nochmal zu gucken. Und daraufhin haben die Entwickler, haben die gesagt so, boah, fangen wir mal komplett an mit der Entwicklung von ganz vorne, aber diesmal soll es mehr wie Yoshi's Island sein, orientiert sich im Original. Und man wollte das nicht verwerfen und dann wurde eben aus dem ersten Versuch
wurde dann Super Princess Peach. Ich hatte Yoshi einfach nicht Baby Mario auf dem Rücken, sondern, oh, hier ist noch was. Sondern, weiß ich nicht, ein Schirm. Yoshi mit einem Schirm. Okay, ein bisschen abwegig. Aber ihr merkt ja die Parallelen, ne? So viele, ne? Diese kleinen Pflanzengegner, dann hier die großen Pflanzen und so. Das ist doch, das schreit alles und auch wie es aussieht, das schreit nach Yoshi's Island. Und ich glaube, dass wirklich die Entwickler von Super Princess Peach und Yoshi's Island DS waren auch dieselben, ne? Nintendo und Tose. T-O-S-E. So, welche Geheimnisse dieser Screen noch für uns bereitet? Ach, da oben. Ja, lass mich, komm, Leute, ich will nichts hören. Alter, macht die Gegner sogar damit platt, was? Jetzt aber schnell wechseln. Das fällt aber auch, es fällt auch auf, dass bei dem Schweben die Energie sehr viel schneller weggeht. Und beim Weinen und so geht die relativ langsam weg, die Energie. Ich dachte mir gerade, oh, weißt du, geht aber runter wie Öl, du. Und das tut sie gleich wieder, oder? Nee, da war ich sogar. Umschauen ist A und O. Der Level ist ein kleines bisschen komplexer. Okay. Blubberblasen. Ey, Leute! Super Mario Land Wipes, oder? Hat was. Guck mal, wenn du dein DS auch die ganze Zeit anschreist, dann schießt du auch die ganze Zeit Bubbles. Großartig. Kann nur leider Ted-Torpedo leider nicht abknallen. Da fragt man sich langsam, wozu überhaupt? Hat das alles überhaupt noch einen Sinn? Ne, da komme ich nicht ran. Der ist auch aggro, ne? Ach, Mann. Irgendwie wünsche ich mir so ein Super Mario Land im neuen Stile. Sowas wie Mario Land nur noch als Erinnerung existiert und in Schwarz-Weiß, dass man nicht einfach mal sowas neu macht. Andererseits muss man auch sagen, warum hat dieses technisch bessere Super Princess Peach U-Boot-Minigame, U-Boot-Level, nicht so einen Kultstatus wie die U-Boot-Level in Super Mario Land? Ja. Wollen wir jetzt auch mal nicht vergöttern. Weil es gibt ja auch Fan-Hacks von Mario Land in 16-Bit, also im Super Nintendo und so. Das finde ich immer ganz witzig. Das ist Ziel, okay, okay. Ich glaube, wir haben ja alles, ne? Mit Abstand. Ich kann ja nochmal schauen, was es hier gibt. Aber wichtig kann es ja nicht sein. Ach, da kommen wir wieder dahin. Was machen Sachen? Okay. Schleichen. Mit L. Oder R. Ja. Die Rübe. That was easy. Wir machen noch einen. 5-4. Jetzt geht die Sonne schon langsam unter. So, wie ist das? Mal gucken, ne? Oh, hier geht's auch so unmenschlich hoch, ne? Warum? Oben nichts entdecken können. Was hat's mit diesen Kokosnüssen auf sich? Wollen die einfach nur nerven? Ja, ich muss eigentlich... dass da irgendwas versteckt ist. Hier ist was versteckt. Ja, sind nur Münzen. Das ist okay, ne? Kann man verpassen.
Ich muss mir alles doppelt und dreifach angucken, hier unten auf dem Boden der Tatsachen. Das hat auch eine Bedeutung. Wir kriegen aber schnell die Münzen wieder voll, ne? Bald wieder 1000. Kann man sich ja entscheiden, will man lieber Gemütsleiste oder will man lieber gutes Geld? Ich sag dir, wie es ist. Ich will gleich was anderes gucken. Ach, da waren wir schon, ne? Mal sehen, wo uns das Schicksal hier hinführt. Zu einem Puzzleteil. Ja? Aber es ist pink. Ein pinkes Puzzleteil. Sehe doch keinen konkreten Nutzen für das Trampolin. Let's go, der Hase. Oh. Warum sind eigentlich alle immer schnell, wenn sie traurig sind? Ist Sonic einfach ein sehr trauriger Igel? Kann ich dich? Ich nehme es jetzt, ich leg's drauf an. Sonic ist ein sehr trauriger Igel. Hätte auch allen Grund. Ne? So, wartet mal. Ich habe doch da oben was gesehen, oder bin ich bescheuert? Oder beides. Ja, aber ich soll durch eine Röhre herkommen. Auch clever. Schau mal einer, guck, ne? Haben die sich Gedanken gemacht? Sonst nicht einfach, man hätte hinfliegen können. Das hat einfach gesehen. Was wollt ihr von mir? Ja, Leute. Und da unten? Irgendwann ist da noch was versteckt. Scheiße! Leute, das Gewissen war es mir wert. Das Gewissen war es mir wert. Warum sind die einfach immer nur so platziert, diese Röhren mit den Bällen? Da könnte man doch irgendwas draus machen, statt immer dasselbe, oder? Nicht vergessen, wir suchen noch eine Röhre. Das heißt, auch wenn Peach nicht anschlägt, wir wollen erkunden. Ja, wer wird da gleich in die Luft gehen? Das ist sie bestimmt nicht, die gesuchte Röhre. Auffällig, man kann nicht in die Röhre gehen, wenn man gerade Sanftmut verwendet. Ich stand an exakt derselben Stelle. Einfach ein offenes Auge bewahren. Ist es hier einfach... Hä? Was habe ich denn gesehen? Ach, das war der zweite Toad. Entschuldigung, ich dachte, ich hätte schon zwei. Das ist nicht richtig. Ich muss noch eine Röhre entdecken. Das erinnert mich an das Buggy-Level im Wald. Eigentlich sollte ich euch nicht dran erinnern. Aber ich erinnere euch dran, um einfach nur mal zu sagen, wir haben diese Grafik-Glitches nicht mehr. Der hat mich an Paper Mario, Legende vom Iontor. Im zweiten Kapitel. Der Baum der Bubus. Pigment-Prototypen. Das war auch Buggy im zweiten Kapitel. Und am Ende hat es keinen gejuckt. Und es war ein wundervolles Let's Play. Wenn man ehrlich ist, muss man zwar sagen, Super Princess Peach kann es nicht mit... Mit Paper Mario Legende vom Iontor aufnehmen, ne? Aber es ist trotzdem wert, mal gespielt zu werden. Das ist eine andere Liga, ne? Das ist eine andere Klasse. Und nein, ich spiele Legende vom Iontor in absehbarer Zeit nicht nochmal.
Ja, hab ich noch ein schönes Let's Play gemacht. Guckt's euch an. Ja, da unten war eine Röhre. Ich halte die sogar für sehr verdächtig. Aber die ganz falsche Richtung gerade. Das ist alles nur Boni. Alles Bonus. Wie das Wasser hier auch orange ist. Nur vom Sonnenuntergang. Ja, die Röhre habe ich zwar gemeint, aber wenn das auch die... Ja. Ich habe so ein dummes Gefühl bei der Sache. Sind schon viel zu weit weg. Wir haben den Eingang nicht gefunden, glaube ich. Aber wieder 1000 Coins, meine Damen und Herren. Ich präsentiere. Alter, sogar die Gegner aus Yoshi's Island wieder. Die taucht nur relativ selten auf. Hier sind sie wieder, ne? Hallo. Achso, für Münzen. Als ob jetzt noch eine Röhre käme, die mich genau dahin führt. Wo ich denke. Das Level-Design verwirrt mich. Es ist so unberechenbar. Ja, ich muss nur auf die Suche gehen. Das werde ich euch vermutlich sogar schneiden. Wo ist die Röhre zu einem verbleibenden Toad? In 5-4, da fehlt mir noch einer. Das ist eine Röhre direkt unter diesem Käfig. Hä, wo sind wir denn jetzt gelandet? Aber das ist eine gute Wahrscheinlichkeit, dass sie dann am Ende dahin führt. Scrolling Level, wir lieben Scrolling Level. Soll ich euch noch einen Funfact zu diesem Spiel erzählen? Es gibt eine tote Pixelreihe. Hä? Was? Hä? Die Pixel in dem Spiel sind nicht ganz akkurat auf den DS abgestimmt. Der obere Bildschirm hat eine Pixelreihe, die nicht übereinstimmt. Die einfach immer tot ist. Die habe ich euch ausgeblendet. Soll ich mal kurz zeigen? Pass mal auf. Achtung. Ihr seht, das Pokémon Weiß 2 Background, ne? Jetzt achtet bei oberem Bildschirm oben auf diesen Rand, da ist so ein kleiner schwarzer Rand. Ich mache mal wieder Peach, achtet drauf. Ne, da habe ich so ein bisschen hochgezogen, weil da ist einfach nie was. Egal in welchem Screen, Titelbildschirm, Ingame oder sonst wo. Deswegen habe ich euch das so gemacht. Kann man schon mal erwähnen. Hat eine kleine tote Pixelreihe, das Spiel. Warum wurde es nicht optimiert? Egal. Optimal ist jetzt, dass ich den Toad habe. Ich muss den Level also nochmal beenden. Das mache ich jetzt auch. Ja, dann mache ich es mal eben, ne? Gut, Leute. Ja, ist ein bisschen schade. Hätte man schon finden können. Ich weiß nicht, ich bin dann erstmal weitergegangen an der Stelle. Was auch immer. Kaufen wir noch ganz kurz eine Erweiterung. In diesem Part. Und zwar ist ja nichts weiter. Ich weiß nicht, was hier unten ist. Dann nehme ich Launtee für noch mehr Gemütsleiste. Es geht auch wirklich noch weiter. 1500, Bruder. Ich weiß ja nicht, was da unten lauert, aber das wäre es für den Moment. Also, es bleibt bei dem Rhythmus im nächsten Part 5-5. Der Boss und bestimmt ein Blick in die sechste Welt. Ja, meine Güte, Leute. Ich bin gespannt, ich freue mich drauf. Die Berge im Hintergrund ragen echt merkwürdig aus dem Wasser. Sieht aus wie auch irgendwie wie eine Zucchini oder so. In dem Sinne, macht's gut. Seid beim nächsten Part dabei, wenn wir das letztes Mal vermutlich ein bisschen Strandfeeling in diesem Spiel genießen. Und wer wird der Boss sein? Ne? Also meine, die Wetten sind schon abgegeben bei Tipico. Wer wird der Strandboss? Irgendein Koopa, behaupte ich jetzt einfach mal. Koopa Beach. Leute, ist der Daumen oben, werde ich euch loben. Bis dann und ciao.